Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze hier gerade komplett wieder mal ungeschminkt. Ist ja nicht so als... Ja, wenn die Nachbarin klingelt und Salz haben möchte. Ja, und zwar dachte ich mir, mir ist gerade warm. Ich wollte mit euch diese Creme hier im Live-Test hier ausprobieren. Ist allerdings nicht so, dass man sich das einfach nur aufs Gesicht klatscht und fertig. Nee, man muss da so ein bisschen... man muss da so ein paar Vorbereitungen treffen, und zwar auf die Partien, wo ihr es auftragt. Also es soll wohl ein Pumpstoß reichen, weil die Creme muss komplett einziehen, und wenn man zu viel drauf hat, dann soll das wohl weiß trocknen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, da hat man ja auch keine Lust drauf, und deswegen dachte, genau. Und ein Klopfen, man klopft das halt ein. Ich habe mir gedacht, ich mache das, wo meine Poren sind, mache ich das. Und auf meine Stirn, da wollte ich das hinmachen. Ich zoome euch jetzt mal ganz kurz ran, um mal zu schauen, wie es jetzt noch aussieht. Also, man sieht, also um ehrlich zu sein, ist jetzt nicht so, als würde man meine Poren immer komplett sehen. Aber wenn ich halt Make-up drauf habe und Highlighter drauf, da sieht man meine Poren hier extrem. Genau, auf der Nase werde ich es auch tun. Auf der Nase sieht man es vielleicht sogar. Wartet mal. Auf der Nase finde ich schon, dass ich sehr große Poren habe. Da stelle ich auf. Ich glaube, das ist zu nah. Na, auf jeden Fall, auf der Nase habe ich tatsächlich sehr große Poren, finde ich. Und die Stirn ist halt faltig, so wie man hier sieht. Ich habe halt so diese Denkerstirn, nenne ich es jetzt einfach mal. Und Pickel, aber damit kann ich da nichts dran ändern. Ja. Und da wollte ich jetzt die Sachen auftragen. Im Endeffekt tupfe ich jetzt das mit euch zusammen auf und dann mache ich die Kamera aus, weil die sollte schon so 5 Minuten, steht hier auch drauf, 5 Minuten sich setzen, und dann soll man angeblich direkt ein gutes, also direkt einen Effekt sehen. Ich werde mich danach mit euch zusammen schminken. Man sollte allerdings dann auf ölhaltige Make-ups zum Beispiel, sollte man dann meiden, weil... Öl und diese Creme, die vertragen sich nicht so gut. Ja. So, dann schauen wir mal. Also, ich habe die auch noch nie aufgemacht. Die Creme an sich. Wahnsinn, das ist so eine kleine Tube. Heißt übrigens Ageback und Instant Ageback. Ja, eine eher erbsengroße Menge auftragen. Die Creme in einer hauchdünnen Schicht sanft einklopfen. Lassen Sie die noch feuchte Creme 5 Minuten einwirken, ohne das Gesicht anzuspannen. Also danach werde ich gleich... vielleicht Nagellack auftragen, weil der hier ist sowieso schon, der muss runter, und ne, ja. Dann probieren wir mal. So viel zum Pumpstoß. Im Internet stand was vom Pumpstoß. Also Creme an sich ist relativ so hautfarbend. Und dann wollen wir mal. Also ich werde jetzt gleich nichts mehr dann sagen, ne. Weil das muss ja, darf ja nicht angespannt sein. Also das war ziemlich fest. Ich hätte gedacht, die ist besser zum Einreiben. Oh, die ist sehr fest. Ich habe mir jetzt auch das Gesicht vorher nicht eingecremt. So, jetzt werde ich mir noch Nase und Stirn und dann die Klappe halten. So, es sind jetzt ungefähr 9 bis 10 Minuten vergangen. Meine Nägel sind auch jetzt frisch lackiert mit... den kriege ich irgendwie nicht richtig hin. Ich habe Angst, dass ich jetzt... die Seite ist noch nicht ganz trocken. Ihr wisst schon, ne, wenn man gerade frisch lackiert Fingernägel hat, dann möchte man nicht weiß, was machen. So, ein ganz verändertes Gesicht, oder? Nein, also ich habe tatsächlich das Gefühl, also man merkt richtig, wenn das trocknet, ja, diese Creme. Ich habe auf der Nase nicht so das spannende Gefühl, aber hier auf den Wangen, als wäre da wirklich, das hört sich jetzt bescheuert an, ja, aber als hätte ich auf einmal so eine Peel-Off-Maske im Gesicht, die so trocken wird. Also so richtig, als wäre mein Gesicht gerade auf Stein, als könnte ich diese Partie hier nicht richtig bewegen. Aber im Endeffekt, ich lächle ja trotzdem, es klappt alles, aber ich habe mir das gerade mal so im Spiegel angeguckt. Und man sieht, das ist komisch, ne? Also ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich könnte euch hier einen Gag zeigen. Aber hier sehe ich jetzt ganz leicht. Ich könnte vielleicht ein bisschen mehr verwenden das nächste Mal.
Hier sehe ich ganz leicht minimiert, wirklich. Also wenn ich bedenke, hier ist die Falte definitiv tiefer als hier. Und hier habe ich das so drauf geschmiert. Also ihr könnt es wahrscheinlich nicht so ganz erkennen. Ich habe halt keine Fernsehkamera, ne? Aber meine Wangen zum Beispiel hier, das fühlt sich total glatt an. Aber es spannt, ne? Es ist kein angenehmes Gefühl, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass man gleich, wenn ich den Highlighter auftrage, da hat alles richtig, richtig fluppt. Das fühlt sich richtig weich an, richtig glatt. Nase, ja gut. Ich habe einen Pickel hier und da habe ich übrigens, geht auch irgendwas los? Naja, auf jeden Fall hier die Wangen, wo ich am meisten drauf getan habe, das fühlt man richtig. Aber wie gesagt, das fühlt sich nicht eingecremt an und das finde ich, ich brauche immer dieses eingecremte Gefühl. Aber gut, wenn man wirklich mal irgendwas vorhat, könnte ich mir vorstellen, dass es klappt mit diesem Zeug. Ich werde mich jetzt schminken und dann sehen wir da weiter, ja? Ich soll hier so ein bisschen First Impression machen. Hab doch genug, ne? Dann legen wir doch mal dann. Wow. Muss ich allerdings ein wenig umstellen hier. When you feel like this moment's too long. Schminke ich mich jetzt mal ein bisschen mit euch zusammen. Also wir gucken jetzt, dass wir tatsächlich keine ölhaltigen Sachen verwenden. Das ist immer schade, weil ich benutze ja gerne irgendwie ölige Sachen fürs Gesicht, so Glow und so ein Kram, ne? Dann nehmen wir die Serum Foundation von The Ordinary. Die habe ich selber ja auch noch nicht vor der Kamera mit euch ausprobiert. Das ist halt bei dem jetzt kein First Impression. Aber ja gut. Dann wollen wir mal ein bisschen hell, ne? Ja, doch, ich glaube, ich habe die schon mal mit euch zusammen ausprobiert, aber das macht ja jetzt nichts. Ich glaube, ich muss sowieso ein bisschen was die andere noch mit dazu mischen. Das ist die Coverage davon. Die ist ein bisschen dunkler. Weil sieht schon sehr hell alles aus. Und diese Bürste ist übrigens echt cool. Hat die Hatice gut ausgesucht. Die ist übrigens von Art Deco. Könnte ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Die hat so ein bisschen Widerstand. Also ist ganz cool. Meine Fingernägel. Ah, die sind okay. Trotzdem sehe ich sehr weiß aus, also sehr blass aus, ne? Rötungen kommen immer noch so ein bisschen raus hier. Nehmen wir die hier heute? Nehmen wir die Palette heute. Jetzt nehmen wir erstmal eine Base. Nehme ich die von Rival de Loupe. Und nehme mal meinen Mittelfinger, weil der Nagel eh abgebrochen ist. Das ist nämlich immer so ekelhaft, wenn man mit den linken Fingernägeln da so reingreift in die Pöttchen. So, Augenbrauen. Dann nehmen wir von NYX den Brow Pencil, hier den Micro Brow in der Farbe. Was habe ich denn hier? Chocolate. Den habe ich von der lieben Christina gekriegt. So, perfekt. Hier ist auch ein Spiegel drin. Ich glaube, ich mache die Folie vom Spiegel ab. Ich finde das ja immer, ist immer so ein Erlebnis, die abzumachen, ne? Also auch beim Handy. Soll ich abmachen, soll ich nicht abmachen? Das ist hier die Frage, so nach dem Motto, ne? Ich finde diese Micro-Brows übrigens super, weil damit die wirklich so ultra fein ist das ja alles und ja, ich mag das. So, und dann nehme ich mir nochmal den Spoolie und dann die Augenbraue ist ein bisschen dicker, ne? So, mal ein bisschen auf dem Spoolie. Obwohl, eigentlich geht das. Muss ich ummachen mit den Augenbrauen. So. Ja, die ist echt höher. Komisch. So, nehmen wir wieder das Augenbrauengel von Pixie. Das war letztens ja in einer Glossy Box drin. Genau, Lidschatten jetzt, ne? Die habe ich ja schon in der Hand. Ja, dann, ich weiß gar nicht, was für einen Augenweg ab. Soll ich einen schminken? Was Dunkleres? Was Helleres? Ich glaube, ich mache erstmal wieder mit meinem Blush, dieses Alluring Rose von Max Factor, mache ich mir erstmal ein bisschen was in der Lidfalte. Das nehme ich total gerne, diese Farbe dafür. Ja, also, das ist total die schöne Farbe. Ne? So. Und jetzt machen wir. Ich denke, ich werde was Helles nehmen.
was ganz Helles, das Weißliche oder das Champagner? Ich guck mal eben. Ich glaube, das Weißliche, das tue ich mir in den Augenwinkel und den Rest aus bewegliche Lid. So. Achso, das ist übrigens, die Palette ist übrigens die von Make Up For Ever, die neuen Artist Shadow Palette. So, also weiß im Innenwinkel. Und jetzt nehme ich halt dieses Champagnerfarbene hier. Dieses für das komplette Lid. Definitiv muss er noch was Dunkles hin. Ich gehe am äußersten Kranz, in der äußersten V gehe ich damit und vertiefe das aber trotzdem noch mit dem Schwarz. Und gehe auch mit dem Pinsel direkt am unteren Wimpernkranz vorbei. Doch, die Palette. Ich habe die schon einmal benutzt, aber die ist schon schön. Und auch so einfach. Ne? Also ich habe letztens ein Chit-Chat gemacht und da habe ich das die ganze Zeit wegverblendet. Aber schaut mal, ich blende und es ist noch da. Und das muss Lidschatten tun und nicht wie zuletzt. Boah, das war ja ganz schrecklich. Nee, dafür habe ich dann doch zu viel und doch ein bisschen zu viel Geld investiert. Für die Schminke, die ich, also das Make-up, was ich bisher habe, dass ich mich dann mit so... nichts gegen Drogerie, ich habe ja selber sehr viel Drogerie, aber dass ich mich da mit schlechten Drogeriesachen rumquäle, die kommen dann weg und nichtsdestotrotz gibt es so viel Gutes in der Drogerie. Das werde ich dann behalten, aber das Schlechte kommt weg. Da habe ich dann doch keine Lust mehr drauf auf sowas. Genau, ich wollte das ja noch mit Schwarz vertiefen, hatten wir ja gesagt, ne? So, dann nehme ich das hier und dann gehe ich damit so ein bisschen am hier irgendwann noch Kranz vorbei. So. War klar, das andere Auge habe ich wieder besser hingekriegt. Naja, Mascara. Achso, genau, dann nehmen wir mal die Revlon. Die habe ich auch noch nicht. Ich habe die erst ein oder zwei Mal verwendet und die habe ich schon seit Ewigkeiten hier rumfliegen. Die hat ja so eine ganz kleine Bürste. Als ich die das erste Mal benutzt habe, fand ich die ganz cool. Ich sehe gerade, hier ist Fallout. Ich hasse es. Muss ich gleich wegmachen. Diese kleine Bürste hat was. Zumindest für kurze Wimpern. Einmal. Man kann definitiv kann man da noch was aufbauen. Das mache ich dann gleich. Erstmal das andere Auge. Habe ich geknöst. Auf jeden Fall eine gute Mascara. Es kann allerdings nicht meine Lieblingsmascara werden. Schon mal so viel dazu. Dieses blöde Fallout hier. Das nervt mich echt. Eine richtig krasse Rötung hier noch, ey. Ich mach da noch ein bisschen was drüber. Das gefällt mir nämlich nicht. Man sieht übrigens voll. Habe ich gerade zumindest gesehen, als ich so ganz nah dran war im Spiegel. Hat man sogar die kleinen Glitzerpartikelchen in der Foundation gesehen. Weil die Foundation hat tatsächlich ganz feine Glitzerpartikel. Die man aber eigentlich nicht sieht, finde ich. Aber wenn man so ganz nah dran geht, sieht man die schon hin und wieder mal. So, jetzt müsste ich eigentlich noch mit einem Beautyblender drüber. Naja. Ja, genau. Ich gehe da aber trotzdem nochmal mit meiner Essence Princess hier, Lash Princess, gehe ich mal nochmal drüber. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber für mich, ne, für mein Gefühl. So, Kajal. Ich hatte mal einen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, den hatte ich im Tauschpäckchen oder so. Trend It Up. Dieser Contour and Glide in der Farbe 20. Tue ich mir jetzt noch drauf, obwohl ich schon da alles habe. Ja, geht. Hab schon mal bessere gehabt, aber ist okay. Vielleicht ziehe ich mir mein Augen-Make-up noch ein bisschen mit meinem Blush hier, so ein bisschen noch raus. Habe ich irgendwie ein bisschen so. Nur ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So. Auf beiden Seiten. Natürlich. Wäre schon blöd und nur auf einer. Ja.
gefällt mir besser. So, und jetzt machen wir, ich habe doch die NYX Konturpalette da. Ne, hatte ich mir ja gekauft im Kleiderkreisel und probieren wir die auch mal aus. So, erstmal den Bananaton, natürlich zum Setten. Bananapowder hier. Und dann streichen wir so ein bisschen hier, ne? Okay. Sieht, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sieht sehr eben aus, muss ich sagen. Aber bestimmt auch wegen der Creme. Mhm. Gefällt mir schon mal. Das, also ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich nicht so rüber, aber sieht schon sehr eben aus. So, und jetzt nehme ich mir dieses Puder hier. Und dann konturieren wir ein bisschen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Du hast eine gute Farbe dafür. Aber so leicht, das reicht schon. Ja, krass. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Kontur hingekriegt. So, ich weiß, das ist nicht gut, aber für mich ist das gut. Aber vielleicht ist die Farbe auch einfach nur sehr gut für mich. Ich glaube, den Rest konturiere ich nicht. Den Rest werde ich nur bronzen. Und dann nehme ich diesen Ton. Ja, gehe dann mit meinem Bronzing drüber. Ja, ich wollte gerade da reingucken. Ja, mir fehlen immer Spiegel in Paletten, definitiv. Immer nur so ein bisschen. Ja. So, und jetzt noch die Kontur schön machen. Da nehme ich auch den hier. Und da nehme ich das krass helle. Nee, wir nehmen erstmal das hier nur. Ne? Ich guck mal eben. Nee, man muss doch schon das helle nehmen. Also das ganz helle hier, um die Kontur ein wenig krasser zu machen. Ihr seht das nicht, ne? Aber ich sehe doch krass. Okay. Das wird auf jeden Fall. So, dann gibt es ja hier noch einen Highlighter in der Palette. Den nehme ich auch direkt. Das ist der einzige Highlighter. Der könnte ein bisschen zu frostig sein für mich, aber benutzen wir heute mal die komplette Palette. Boah, der ist aber krass. Und das ist ein sauberer Pinsel. Ich habe den gerade erst zu gestern gewaschen. Boah, der war. Das ist mir mal ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Das ist krass. Die Seite ist ja schon viel und da ist nur wenig drauf. Oh. Ja, was machen wir denn da jetzt ein bisschen? Oh, jo. Aber ich muss sagen, hier vorne sind immer noch Poren. Aber bei weitem nicht so wie vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, jetzt nehmen wir noch Rouge. Habe ich irgendein neues Rouge? Nein, aber wenn wir schon bei NYX sind, nehmen wir einfach mal ein NYX Rouge. Und ich habe nämlich hier das Move'n'Out, so heißt das. Das sieht so aus. Und ich glaube, das habe ich bisher schon ein paar Mal habe ich schon verwendet, aber nicht so richtig bewusst. Kennt ihr das? Ihr greift manchmal und dann, ja, manchmal mache ich das nicht so richtig bewusst, dass ich mir das danach nochmal angucke. Da nehme ich meinen Real Techniques. Wow, der ist aber. Oh, der ist aber sehr. Sehr lose gebunden. Wie nennt man das? Gepresst. Oh. Oh. Gott. Erstmal abmachen hier. Der ist sehr stark pigmentiert. Oh Gott, die sieht scheiße aus. Was soll das, NYX? Was soll das? Ich glaube, ich bin ein falscher Hautton dafür. Verblenden. Blendy, blendy. Ich glaube, das sortiere ich direkt aus. Ich habe keinen Bock drauf. Ich gehe mal kurz mit dem Pinsel in die Palette, in dieses Puderprodukt nur rein. Und mache das so ein bisschen. Weil das ist nicht, was ich will. Auf gar keinen Fall. Ja, geht jetzt. Aber jetzt habe ich so voll da rosa. Ja. Ich glaube, ich werde aber noch. Der Highlighter reicht, ne? Na komm, nehmen wir noch ein bisschen von dem anderen neuen. Ich habe ja noch das Wet n Wild Produkt. Wet n Wild Precious Petals. Habe ich hier noch. Den nehme ich dann auch noch ein bisschen. Vielleicht macht die Farbe dann hier doch was anderes. Es ist schon ordentlich, ne? Und das ist, gehen wir noch ein bisschen hier. Achso, machen wir noch ein bisschen Näschen.
Und noch das Lippenherzchen. Der ist schön, definitiv. Aber ich glaube, ich nehme noch ein bisschen was von dem NYX Highlighter. Oh, Salah, das war gekonnt. Und gebe das auch noch aus Lippenherz, damit das tatsächlich alles so zusammen ist. So. Tatsächlich habe ich das gerade herausgefunden, dass ich das, den NYX Blush, der sieht hier gut aus, ne? Hier ist das zu viel. Muss ich gleich mal gucken. Ja, werde ich glaube ich aussortieren. Auf jeden Fall nehme ich jetzt noch für den Dose of Colors, nehme ich noch mein neues Lippenprodukt in der Farbe Brick. Das ist ein Liquid Lipstick. Achso, ich brauche ja den Spiegel noch. Die kommen so daher. Sehr schick, finde ich. Da wollen wir mal. Farbe mega. Gefällt mir sehr gut. Auftrag war okay. Ziemlich okay war das. Ich muss mal ganz eben Q-Tip wiederholen. Ah, da vorne liegt das ja noch. Hier in den im Winkel, auch im Mundwinkel habe ich immer Probleme. Übrigens, mein Make-up ist wieder voll cakey. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oh, meine Zähne. Aber das ist, sieht nicht gut aus. Augen. Ja. Also, aber zum Fazit mit der Creme. Ich werde sie nochmal anwenden. Ihr werdet sie dann mal in einem gekauft und getestet, werdet ihr es mal sehen. Aber so auf dem Live-Test jetzt so, ich weiß ja nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich würde schon sagen, man sieht etwas. Aber ich hätte mir, um ehrlich zu sein, mehr erwartet. Vielleicht schmiere ich mir aus meinem kompletten Gesicht. Ich habe einfach zu viel Make-up am Kinn. Ich kriege gerade irgendwie, ich habe gestern, habe ich schon mal gedacht, boah, als ich irgendwann im Laufe des Tages mal zum Spiegel gegangen bin, habe ich zwischendurch mal gedacht, boah, Jenny, du hast aber echt heute ein bisschen viel Make-up drauf. Und das sehe ich immer am Kinn. Gerade am Kinn muss ich mal ein bisschen weniger machen, weil das mag ich nicht. Das ist echt ein bisschen viel gerade. So, jetzt gehe ich noch mit einem, mit diesem Wasserspray. Ich habe ja hier diese erfrischenden Sprays, die wollte ich mal als, das ist ja eigentlich ein Face Mist, Refreshing Face Mist, die wollte ich auch mal ein bisschen versuchen, Zweck zu entfremden als Feuchtigkeitsboost, ne, für, als Setting Spray. Boah, das riecht so gut. Ja, kann man nicht meckern eigentlich, ne, also ich finde schon, dass die Poren definitiv weniger sind. Aber da sind sie definitiv immer noch. So viel zum Thema, ne? Also, ich verlinke euch trotz allem mal den Shop dazu in der Infobox, weil ganz so schlecht ist es ja nicht. Nur ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss. Ich werde es auf jeden Fall nochmal tatsächlich versuchen fürs komplette Gesicht, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und euch, wie gesagt, in einem gekauft und getestet euch mal darüber berichten. Ja, ich hoffe, das Live-Test-Video inklusive First Impression Schminken hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!